Dafür. Glaubst du, ich habe kein Messer im Hosensack, Erik? Boah, jawohl. Reinhard Müller. Ja, da ist wieder der Jackknife schuld. Ich sag's euch, zieht euch keine Videos vom Jackknife rein, das kostet euch bloß wieder Geld. Nee, natürlich Spaß beiseite. Abonniert seinen Kanal. Wenn Jackknife eine Kaufempfehlung ausspricht, dann ist es wie ein Befehl. Ne? Also da muss man zuschlagen und kaufen. Wir schauen mal schnell rein, bevor wir hier lange reinwaschen. Lieber Scholle, das hat richtig Masse, Material, Gewicht und geile Handlage. Ah ja, die Chipping wurde ein bisschen entschärft. Ja, der Jackknife nicht zu viel versprochen. Das Ding ist einfach nur cool. Das ist auf jeden Fall ein geiler Kauf. Die überarbeitete Version vom Liner Lock zum Backlock. Auf jeden Fall eine Verbesserung. Cooles Teil. Werden wir irgendwann mal genauer anschauen. Aber zieht euch so lang mal das Video vom Jackknife rein. Werde ich dann hier mal unter dem Vlog verknüpfen. Irre. Cooles Teil. Aber das Teil ist auch ein Slicer. Der Wahnsinn. Ja, durch einen guten Tauschstil an diese Squale 1521 gekommen. Da sind ja original diese blauen Kautschukbänder mit dabei. Aber jetzt bin ich am Überlegen, ob ich da nicht lieber die Hirschbänder dran mache. Das sieht natürlich auch super cool klassisch aus. Was meint ihr? Hirsch oder Kautschuk? Ich glaube, ich probiere es hier erstmal mit dem Leder. Vielleicht nehmen wir für den Wassersporturlaub die Kautschukbänder mit dran. Ah, das ist so ein schönes Modell. Also diese Squale haben mich echt verliebt. Sagenhaft. Ich probiere es jetzt doch zuerst mal an diesen original wohlriechenden Kautschukbänder. Dann ist das hier die Uhr, immer wenn es feucht wird. Sitzt perfekt und wirklich extrem angenehm, dieses Naturkautschukband. Sehr groß, ihr seht, ich habe es hier schon fast im zweitletzten Löchchen drin, wahrscheinlich müsste ich sogar noch ins letzte. Aber natürlich absolut unempfindlich hier alles gegen Feuchtigkeit. Klasse. Jo, werden wir mal probieren. Die 1521er, traumhaft. Das Design hat es mir echt angetan. Ja, guten Morgen, Freunde. Schaut euch mal an, wie das hier bei uns schon wieder nach Winter aussieht. Ja, das wird mal ein paar Mal so auf und ab geben. Also Freunde, dann mal diese Woche einen schönen Vlog. Hauptthema natürlich diese Woche die Basel World. Also, viel Spaß. Okay, ich kann das erklären. Es ist nicht so, wie es aussieht. Nee, kann ich nicht erklären. Nur ein Paket hätte ich eine Erklärung dafür. Ja, aber das ist, Schatz, das ist nicht so, wie es aussieht. Ich kann das doch irgendwie erklären. Als Boxcutter nehmen wir jetzt auch mal das Barbudo. Also in der Küche habe ich schon getestet, da ist es hervorragend. Durch diese, ja, hat ja vorne so ein bisschen was wie von einem Tanto, hast du halt einen perfekten Schneidwinkel, um so im 45 Grad auf dem Tisch hier so Zeug klein zu schnibbeln. Und es ist sehr fein ausgeschliffen und sehr guter Schneidteufel. Aber jetzt gucken wir mal. Ich kann es doch erklären. Das sind die lange erwarteten Nachlieferungen von Expedition Company für die Bergwachtleute. Die Moras. Kannst du dem Andi Bescheid geben, dass die Messer da sind. Aha, auch Paket 2 kann ich erklären. Ja, das so langsam lichtet sich das. Aus der Tools for Chance Spanien Produktion für die Bogenschützen zum Testen ein Armschutz gekommen. Brauchen wir nur noch das passende Gummiband dazu. Und dann werden wir den mal ausprobieren. Weil der ist richtig schick punziert. Cool, dann gibt es also auch was bald für Bogenschützen im Store bei Tools for Chance. Die letzte Lieferung ließ sich erklären, also heute alles im grünen Bereich. Genau, passend noch für die Messe ein etwas dezenterer Rucksack, und zwar so ein Multimedia-Rucksack für Notebook- und Elektronikgeräte. Das ist gerade hier bei den Kiddies der Neustichit hier so eine Falttrinkflasche. Jetzt rennen sie alle mit Wasser rum, sie ernähren sich wenigstens gesund und trinken keine Fruchtsäfte oder Cola oder sowas. Dann haben immer schön ihr Wasser dabei in so einer Silikonfaltflasche. Ist gerade der neueste Hit, naja, haben sich die Kiddies gewünscht. Ja, aber hier, cooler Multimedia-Rucksack, sogar mit Stromanschluss nach außen. Wenn man natürlich nur separat vorstellen, der wird mich auf die Messe begleiten. Ja, guten Morgen, Freunde. Gerade im Büro ankommen und die Kollegen schmeißen dir schon so ein cooles Gadget hin.
Sieht aus wie ein Zippo und ist auch recht hochwertig verarbeitet, ist aber eins dieser krassen Fluxkompensator Sturmtrooper-Feuerzeuge. Das ist voll krass. Naja, keine Ahnung, wie die Technik funktioniert. Muss irgendwie mit Strom funktionieren. In so einem Laden hängst du das Ding einfach ans Micro-USB. Ein Zippo-Klon mit Micro-USB-Anschluss und dann das Ganze hier mit Lasertechnik aus Star Wars. Flippt aber gut. Ihre Technik. Ja, cooles Das Teil. richtig coole Teil, Richtig cooles iTech. Teil. Eine Ja, Docking super. Station, nicht einfach nur zum Plattenklonen und Alles da Kopieren gut, vom Rechner ja. aus, sondern das Teil arbeitet auch Jo, autark ciao. von alleine, ne? Auch ohne Rechner. Du steckst einfach die SUS und die Targetplatte da rein und dann kannst du das hier, den Kopiervorgang einfach anstarten und kannst ohne Software, ohne Rechner Platten kopieren, klonen. Ein super praktisches Gerät. Brauche ich auch. Ja, was ist denn hier wieder los? Erstmal Auto freigraben. Ja, Wahnsinn. Haben wir bald April und dann sowas am frühen Morgen. Schon wieder Post. Und ich kann das schon wieder nicht erklären. Also schauen wir mal schnell rein, was heute wieder an Gier aufgeschlagen ist. Doch, jetzt wird es wieder heller. Olight Nachschub und das habe ich von einem Messertausch. Habe ich mit einem Buddy ein Messer getauscht. Fox Knives. Cool. Ja, und hier. Neue Lampen von Olight. S8. Super schlank irgendwie. Was hat denn das für ein Format? Kinoformat. Ich habe hier ein Archiv. Da stehen Krass Software-Freigaben, schlank, gell, irgendwie das Software, Display. vorläufige Hardware, oder? Ah, das ist Laufwerk L. Das ist auch cool. Mein Schwager hat das auch. Das hat eine brutale Kamera. Der hat nachts gefilmt in der Irrenqualität. Liegt doch gut mit der Rundung. Liegt gut in der Hand. Ist nicht so breit. Ich denke mal, du kannst es auch, weißt du, die wollen einhändig schreiben. Du kommst mit dem Daumen überall hin, weil es nicht so breit ist. iPhone 6 nebendran. Breite gleich. Ein Ja, bisschen guck mal, höher. Display fast bis Und an der Hand raus, natürlich, gell? ja klar, Display natürlich viel größer. Aber schlankig, ist wirklich nicht so breit. Ihre Teile, ja. Ist auch gut verspiegelt. Und da ist ja noch eine Folie, sogar noch eine Folie drauf. Freunde, letzte Woche ist ja alles ein bisschen ausgefallen wegen der Uhren. Geschichte in Basel, darum habe ich ja noch die ganzen Vlog-Schnipsel von letzter Woche und diese Woche kommen schon wieder neue dazu und es fängt gleich hier am Montagmittag Hardcore an mit Post von Polforce und da schauen wir jetzt ganz kurz rein. Holy moly. Das neue Slipjoint ist der Hammer, aber zum Thema Panzerfolder, wir hatten ja schon oftmals Panzerfolder auf dem Tisch. Vergesst alles, was ihr jemals über Panzerfolder gesehen oder gehört habt. Polforce hat mit dem Modell die Definition von Panzerfolder nochmal eine Stufe höher gesetzt. Unglaublich. Miguel Barbudo muss wirklich für alles herhalten. Ne? Selbst zum Etiketten passend schneide. Spitz genug, scharf genug. Ciao.
Unboxing, denn mit einer neuen Kamera ist es ja nicht getan. Denn wie wir gesehen haben, ist ja das Zubehör bei Sony sehr spärlich, also habe ich da noch ein bisschen Zubehör benötigt. Ein guter Satz Doppelakkus, und zwar die starken NPVF-100 Ersatz von Patona. Das Zeug ist wirklich gut. Okay, das kann ich mit dem Originalakku mithalten, aber hey Leute, die Dinger kosten einen Bruchteil davon. Es geht noch viel, viel billiger, aber ich bleibe lieber hier bei den Patronas-Akkus. Mit denen habe ich seit Jahren gute Erfahrungen gemacht. Während es halt der originale VF100 in manchen Shops bis zu 200 Euro kostet, weil Zubehör, da verdient sich natürlich jeder Hersteller dumm und dämlich, kosten die hier, was habe ich bezahlt, 23, 24 Euro. Da noch das Doppelladegerät, weil das ist ja überhaupt keins dabei, um die Dinger zu laden. Das kostet auch nochmal ein paar, ich glaube beides zusammen kostet irgendwie 50 Euro. Also Viertel von einem Akku kriegst du ja zwei plus Ladegerät. Ne? Und dann hier noch ein CDO-Rack. Mal gucken, ob die Dinger was taugen. Jo, das wird doch mal eine geile Sony-Action. Mal gucken, wie sich so dieser Camcorder schlägt. Also die ersten Tests habe ich gemacht. Bildstabilisator, der Hammer. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Videoqualität für so einen kleinen Sensor sehr, sehr gut, selbst in dunklen Umgebungen sehr gut. Ton mittelmäßig über die Onboard-Mikros, aber dafür habe ich ja noch das, das kleine Mikrofon dazu gekauft, was den Ton ein bisschen besser macht. Aber da gibt es mit Sicherheit irgendwann mal noch weitergehende Informationen zu dem Camcorder. Weil ich glaube, das ist eine ziemlich gute Lösung für, ja, nicht für Profis, aber auch nicht für Anfänger, sondern sage ich mal, ja, für den ambitionierten Amateur, Hobbyfilmer, YouTuber ist das, glaube ich, eine ganz interessante Alternative im Vergleich zu den Kameras. Bisher war ich nicht mehr so Camcorder-Fan, habe auch damit angefangen, aber bis ich mal gesehen habe, was so eine Bildqualität Fotos abliefern können, Fotoapparate, die filmen können und dann halt Micro Four Third mit Panasonic war natürlich, ist natürlich traumhaft, aber der Sony legt die Messlatte doch nochmal auf ein ganz anderes Level von guter Möglichkeit beim Filmen. So, jetzt aber erstmal Zubehör verwenden. Oder Ladegeräte ist ja. Die bauen immer dasselbe Ladegerät und verkaufen dann oder legen dann zusätzlich, je nachdem, was von Hersteller von Akku man hat, nur diese Ladeschale mit dazu. Genau so ist das große Ladegerät auch aufgebaut. Kam hier mit zwei Sony-Ladeschalen. Erkennt man, hier steht immer SN. Das ist auch noch ein altes, auf dem steht auch noch SN drauf, für Sony. Und auf dem da hier, wo ich noch übrig habe, steht PAN für Panasonic. Das heißt, ich kann das jetzt hier variabel zusammensetzen, mache eine Ladeschale für Sony drauf, eine für Panasonic. Und also nur noch ein Ladegerät rumstehen, anstatt ein halbes Dutzend. Und kannst so immer deine Akkus einfach auf die Dock setzen, laden und gut ist. Klasse Technik zum echt fairen Preis. So sieht das Ganze dann im Ladezustand aus. Fetten Akkus hier drauf. Ich habe jetzt mal beide Sony-Schalen eingesetzt, damit ich hier mal die Akkus gleich voll habe. Cool. Jurik ist aus massiv Kunststoff, aber macht einen recht hochwertig verarbeiteten Eindruck. Trotzdem noch, ist alles ein bisschen elastisch, was ja auch okay ist. Hat unten aber hier auch nochmal so Gummilippe unten dran. Da ist auch nochmal sogar was verschraubt. Ja, werden wir mal testen. Die Frage ist nur, passt der Camcorder samt Mikro unter hier rein. Laut technischen Daten soll es gerade so passen. Aber jetzt werden wir mal sehen, ob die Theorie der Praxis entspricht. Ja, dass es drunter passt, aber mit dem Windschutz drauf wird es schon wieder blöd. Außerdem kann man es nicht ganz so weit vorne halten, wie es gern halten wird. Muss ich mir nochmal überlegen, was ich da mache. Gut, das Ding ist jetzt nicht sonderlich teuer. Dieser Grip kostet 14 Euro oder sowas. Den kann man mit Sicherheit mal gebrauchen. Aber vielleicht nicht in der Kombination mit dem Mikro drin. Kann man nicht auch ganz vorne halten und da oben das Ding schon wegschrauben müssen, wo hier drin ist. Jo. Mal schauen. Bisschen geladen und ausprobiert, funktionieren hervorragend und zeigen jetzt im Camcorder Aufnahmekapazität von 5 Stunden und 13 Minuten an. Also optimal, sind gechippt, laufen, übermitteln wunderbar die Restlaufzeit Patronas. Wenn es interessiert, ich kann ja mal diese Patrona-Geschichte verlinken. Kauft nicht zu billige Ersatzakkus. Der Schuss kann nach hinten losgehen, aber kauft auch nicht die zu teuren. Denn
Für den Original-Akku verlangt Sony bis zu 200 Euro oder je nach Shop halt. Ne? Und hier kriegst du halt mal für, ich glaube, 26 Euro zwei Stück von denen. Und nochmal für 24 Euro oder so das gute Ladegerät. Also hast du 50 Euro investiert in zwei Hochkapazitäts-Akkus und ein Ladegerät. Und wie gesagt, ich verwende seit 15 Jahren in der Fotografie Patona Replacement Akkus und habe jetzt noch nie Stress damit gehabt. Aber ich bin auch ein Freund von Originalakkus, wenn es nicht preislich so ein dermaßen Unterschied ist. Ne? Wenn dann, was ich, der Patona Akku 20 kostet und du kriegst so 35, der Originale 40, okay. Bei so einer kleinen Digicam. Aber jetzt hier bei dem Hochkapazitätsakku, der kostet ja, wenn du einen billig irgendwo kriegst, was weiß ich, 140, 150 Euro. Ich habe bis 200 gesehen, da hört halt der Spaß auf. Da kann man das Risiko von Ersatzakkus von Patona auch mal eingehen. Also, ciao, Freunde. Und immer schön genug viel Strom dabei haben.